das Positive zuerst. Die sechste Turnus-Ärztebefragung der Ärztekammer für Vorarlberg zeigt, dass diese mit der Ausbildung an den Vorarlberger Krankenhäusern zufriedener sind als in den vergangenen Jahren. Mehr als die Hälfte der Turnusärzte sagt, die Ausbildung habe sich in den letzten 2 Jahren verbessert. Es gibt aber aus Sicht von Hermann Plasnik, Kurierenobmann der Spitalsärzte, noch großen Handlungsbedarf. Woran es liegen kann oder woran es gefühlt liegt, dass wir noch nicht im optimalen Bereich liegen, das ist einfach der Umstand, dass die Fachärzte, nämlich die Ausbildner, zu wenig Zeit für die Ausbildung der Jungen zur Verfügung haben. Die Patientenversorgung und die Organisation und Dokumentation derselbigen nimmt so viel Zeit in Anspruch, dass gefühlt zu wenig für die Ausbildung übrig bleibt. Wir stehen vor einer Pensionierungswelle. Wir haben ein neues Arbeitszeitgesetz. Wir haben eine Reduktion der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit auf 48 Stunden. Wir brauchen genug Fachärzte. Nur dann ist die Ausbildungsqualität gut und nur dann kommen die Jungen auch zu uns. Ein Großteil der Turnusärzte stammt nicht aus Vorarlberg. Jeder zweite ist aus einem anderen Bundesland, jeder fünfte stammt aus dem Ausland. Diese müsse man im Land halten, betont Plasnik. Sie kamen ins Land, weil gewisse Maßnahmen mittlerweile greifen. Das ist die Gehaltsreform für die Turnusärzte, das ist die Verbesserung der Ausbildung. Es gilt also einfach weiterhin, alles daran zu setzen, um die Attraktivität des Vorarlberger Spitalsstandortes so zu bewerkstelligen, dass die Leute auch hier bleiben. Derzeit will jeder zweite Turnusarzt nach seiner Ausbildung Vorarlberg wieder verlassen. Die meisten zieht es aus persönlichen Gründen wieder in ihre Heimat. Eine der Turnusärztinnen, die bleiben will, ist Stefanie Preis. Sie sieht im Ärztemangel und der Bürokratie die größten Probleme für ihre Ausbildung. Von der Qualität her, dass momentan der Ärztemangel, der ist spürbar bei uns. Das heißt, die Assistent-, Fach- und Oberärzte haben einfach weniger Zeit, zum Teil für uns, weil sie natürlich auch weniger an der Zahl sind und ihren allgemeinen Arbeiten nachgehen müssen. Und dann bleibt weniger Zeit für unsere Ausbildung, also für Lernen am Patienten oder praktische Fertigkeiten erlernen. Da hat sich schon einiges getan, ist aber sicherlich noch einiges zu tun. Dann glaube ich, dass der bürokratische Punkt ein wesentlicher Punkt ist. Es ist so, dass wir als Turnusärzte oft nicht medizinischen Tätigkeiten nachgehen müssen, sprich Telefonate führen, Termine vereinbaren, Befunde nachfordern. Da gibt es auch schon Dokumentationsassistenten auf gewissen Abteilungen, aber die sind eindeutig noch zu wenig. Unter dem ersten Mangel leide auch die Work-Life-Balance. Zeit spielt also nicht nur durch die von den 60 auf 48 Stunden verkürzte Normarbeitszeit eine bedeutende Rolle. Um die notwendige Zeit für die Ausbildung zu schaffen, habe man bereits einige Maßnahmen gesetzt, erklärt Turnus-Ärzte-Sprecher Patrick Clemens. Da gibt es viele Punkte, die wichtig sind, um das umzusetzen. Einerseits, dass wir geschafft haben, ist das Turnusärzte-Tätigkeitsprofil. Was sicher ein wichtiger Punkt ist, ist, dass Dokumentation ein bisschen von den Ärzten wegkommt, dass man mehr Zeit für den Patienten, mehr Zeit für die Ausbildung hat. Dass man auch, und das ist auch ein wichtiger Faktor, dass man auch auf Vorbildungen gehen kann, sich austauschen kann mit Kollegen und auch international sich austauschen kann. Es gilt ja aber auch, an den Standorten geeignete Bedingungen zu schaffen, dass auch auswärtige Turnusärzte nach ihrer Ausbildung in Vorarlberg bleiben. Dazu gehöre auch eine Anpassung des Gehalts, aber ebenso die Verbesserung besagter Work-Life-Balance. Ein Schritt in die richtige Richtung sei bereits getan. Fast 90% der 117 befragten Turnusärzte geben an, ein gutes, bis sehr gutes Betriebsklima vorzufinden.